Hallo und willkommen zurück zu Bard's Tale. Ich habe nämlich festgestellt, dass wir uns noch ein paar Sachen ansehen könnten. Und zwar die Lieder. Artefakte haben wir, glaube ich, keine Schwere neuen, soweit ich Handschuhe aus weiß. Dachsfell, die dem Träger ein wenig von der Stärke. Nö. Aber wir können uns ein paar Lieder mal genauer angucken. Der Söldner. Ein typischer Vertreter seiner Art. Ungehobelt, unhöflich und äußerst nützlich im Kampf. Und wieder einmal drängte sich ein Vergleich mit dem Barden auf. Der Söldner. Ein typischer Vertreter seiner Art. Ungehobelt, unhöflich und äußerst nützlich im Kampf. Und wieder einmal drängte sich ein Vergleich mit dem Er wiederholt Barden sich. auf. Ein kühner Ritter, aufrichtig, tapfer, ehrenhaft und nahezu unbesiegbar im Kampf. Allerdings auch nicht sonderlich helle. Aber niemand ist eben perfekt, wie wir ja bereits an unserem Helden feststellen mussten. Die Heldin beherrschte die Armbrust mit tödlicher Präzision und war auch sonst äußerst geschickt. Sie konnte es mit jedem Mann im Kampf aufnehmen. Und vom Barden wären schon 10 seiner Sorte nötig gewesen, um mit ihr fertig zu werden. Der Hüne war riesig und unglaublich kräftig. Seine große Stärke war es, alles zu zermalmen, was sich ihm in den Weg stellte. Da wünscht man sich doch fast, dass dem Barden ein ganzer Trupp dieser Kerle gefolgt wäre. Rammer sind für ihren Einfallsreichtum und für die Anfertigung seltsamer Gerätschaften bekannt. Und dieser hier bildete da keine Ausnahme. Seine Blitzstäbe konnten den Ausgang eines Kampfes im Handumdrehen entscheiden. Den haben wir auch noch nicht benutzt. Die Donnerspinne hielt zwar nicht viel aus, aber sie konnte die meisten Gegner mit ihren Blitzen niederstrecken, lange bevor diese überhaupt zum Angriff kamen. Ein skelettartiges Wesen aus der Ebene des Feuers. Der Koloss war ein gefährlicher Gegner, der mit nur einem Angriff eine ganze Gruppe von Feinden in Flammen aufgehen lassen konnte. Das Feuerelementar, ein brodelndes und flammendes Inferno. Sehr nützlich, um Dinge zu verbrennen, aber für sonst nicht viel. Das bedeutete allerdings, dass es im Gegensatz zum Barden zumindest für irgendetwas zu gebrauchen war. Sie war ein lebender Gegensatz. Obwohl sie wie eine bösartige alte Hexe aussah, verstand sie es, wie kaum jemand sonst Verwundete zu versorgen. Die Zauberin war ein magisches Wesen. Sie konnte zahlreiche Zauber wirken, die ihre Gefährten in Zeiten der Not unterstützten. Die Aufgabe des Leibwächters war es, seine Schützlinge vor jeglichen Fernangriffen zu bewahren. Vielleicht hätte ihm jemand lieber einen größeren Schild kaufen sollen. Der Lichtfex, eine neugierige Kreatur, die sich von Musik angezogen fühlte und stets bereit war, im Dunkel den Weg zu weisen. Eine ganz gewöhnliche Ratte. Ich meine natürlich das Tier, nicht den Barden. Einst suchte der Kundschafter nach sagenumwobenen Schätzen. Und er war noch immer geschickt darin, geheime Verstecke aufzuspüren und Fallen zu entdecken. Die Fallen dann auch zu umgehen, fiel ihm allerdings schon deutlich schwerer. Das haben wir gemerkt. Goodie. Und schon haben wir ein wenig neue Info. Mal gucken, ob wir in dieses Schloss mal reinkommen oder ob wir hier. Nö. Ich biete euch meine Dienste an. Die nehmen wir mal mit. Weil die kann ich mich wiederbeleben, was ziemlich praktisch ist im Kampf.
Was machen meine Begleiter da hinten? Diese Begleiter. Seid ihr euch schon wieder am Klöppen? Ja, der Ritter ist nicht besonders helle. Okidoki. Ich weiß gerade leider nicht mehr genau, ob da hinten auch noch ein Ausgang war. Aber wir werden es mal prüfen. Wir müssen uns ja echt mit allem hier rumprügeln. So. Gut, der Pflege, den haben wir jetzt zwar erlernt, aber groß nützlich war der bis jetzt nicht. Also er ist schön stunt, aber der Schaden hat sich ein bisschen in Grenzen gehalten. Wir können aber trotzdem mal den Pflege testen. Da. Okay, an den macht er hier schon ein bisschen mehr Schaden. Sehr schön. Die Gegner sind auf jeden Fall sehr gut geeignet. Zusätzlich haben wir hier auch wieder ein bisschen mehr Rüstung. Durch das Schild. Seid ihr euch schon wieder am Klöppen? Nee, nee, nee. Mal sehen, wie es hiermit aussieht. Oh, die Schattenachse ist auch nicht so schlecht. Dieser Furchteffekt ist jedenfalls nicht übel. Anscheinend kann man da ein bisschen, ich sag mal, Luft kriegen in den Kämpfen. Okidokidi. Wieder Greenland, südliche Ebenen. Ups.
Falsche Taste. Wo die Kamera drehen. Nimm das! Na, der Bogen ist bis jetzt immer noch die stärkste Waffe. Ich stehe euch bei. Und das nicht nur, weil wir die Bogenskills haben, sondern weil der Bogen auch so ziemlich den höchsten Angriffswert hat. Schau mal, dass wir die Gegner größtenteils umgehen können. Ich wollte gerade sagen, dass er die Dreier-Kombo überlebt, das ist schon sehr heftig. Okidoki. Wir gehen auch nochmal nach Daumbi rein, weil ich habe noch einen kleinen Tipp bekommen, dass ich mir die Kanalisation, wollte ich gerade sagen, nochmal genauer ansehen soll. Brüder, der Barde ist hier drüben! So, ich kenne doch was besser. Der Brüder, tötet ihn! Sehr schön. Perfekt. Überlegen, war das hier oder was da hinten? Ich weiß gar nicht mehr genau, wo der Eingang war. Ich sehe euch, Barde! Tötet ihn! Wollen uns ja nicht mit jedem Schrott hier anlegen. Wo waren die Katakomben? Prügelt euch halt. Ich hätte mir mal besser einprägen sollen, wo ich hin muss. Wo sind meine Begleiter schon wieder? Meine Heilerin ist ausnahmsweise mal da, aber... Wo zum Geier ist unser Kollege?
Hier sind nicht viele Stellen, wo das sein kann. Dementsprechend muss ich hier mal gucken. Ihr steckt in Schwierigkeiten. So. So, wenn, muss hier doch irgendwo noch was sein. Ich bin beschwingt und froh gemut, wenn Ehre lenkt den großen Mann. Die böse Angst nimmt ihren Hut, durch Stärke er bestehen kann. Doch bitterlich, ich bin enttäuscht, das Lachen muss verklingen. Im Herz euch Lust und Goldgier leucht, am Grab wird niemand singen. Und wieder spürte der Barde, wie seine magischen Kräfte durch die glitzernden Funken geschwächt wurden. Nehmt das! So. Gibt's nicht so viele Stellen, wo was sein kann. Hier wurde nur gesagt, hier unten sei noch was. Und da ich hier normal durchgegangen bin, kann hier eigentlich im Prinzip nur etwas sein für den Fallen. Den Schärfer bzw. den Typen, der auch Verstecke findet. Hier sind nicht viele Bereiche, wo man nachgucken kann. Dementsprechend kann hier eigentlich nur an den Ausgängen bzw. in diesen, diesen kleinen Räumen was sein. Okay. Hier ist auch noch alles. Okay. Wieder hier irgendwo? Ich bin hier. Eine Geheimtür. Die sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Wo? Aha. Wertloses Zeug. Wertloses Zeug? Das war eine Menge Kohle. Ich werde die anderen Bereiche auch mal absuchen. Weil man weiß ja nie, dass hier unten relativ viel an Kram ist. Das haben wir ja schon gemerkt beim ersten Durchgang. Okay, hier schlägt er nirgendwo mehr an. Da scheint dann nichts mehr zu sein. Gut. Gehen wir mal zum nächsten Bereich ohne Magie. Oder ohne Magieblockade. Ich hoffe wir echt noch, dass wir nach Finstown kommen.
das nicht verbockt habe. Aber rein theoretisch vom Kapitel her müsste das direkt danach kommen. Von dem, was da stand. Theoretisch. Okay. Mittlerweile haben wir auch eine echt gute Stufe, weil wir haben nicht am Anfang mehr Probleme hier gehabt. Weil wir haben ein bisschen ich werde Schaden. Euch verzaubern. Schauen wir mal, bereit zur Erkundung. Seht, ich habe etwas gefunden. Ah. Oh, das ist ja Gegner dann. Danach gucken wir noch die letzte Ecke ab, ob da auch noch was ist. Wenn nicht, kommen wir hier auch wieder raus. Das war den ganzen Aufwand wirklich nicht wert. Hm. Also ich fand es schon ganz schön gut, mir den Aufwand, den wir uns für gemacht haben und das Ergebnis daraus. Das sah schon ganz nice aus. Letzten Gang haben wir noch. Dann haben wir hier den Teil erledigt. Also Tipps der Marke, da ist noch was, sind okay für mich. Solange man mir nichts Genaues sagt. Okay, dann. Ich bin hier. Ist hier noch was? Nö. Leiter an. Wer braucht meine Hilfe? So holen wir noch und dann holen wir noch den Ritter. So gut, es werde Licht! So gut die mit dem Wiederbeleben auch ist, so schlecht ist es für uns momentan im Kampf. Aber wir brauchen auf jeden Fall den Blender. So, ups, falsche Taste. Na, ist eigentlich egal, welchen Ausgang wir nehmen. Wir machen hier mal wieder einen kleinen Zwischenspeicher. Jetzt haben wir schon über 20 Stunden. Ah, wir machen auch hier an der Stelle erstmal einen Cut, weil ich sehe nämlich gerade, unsere Zeit ist auch wieder rum und. Sagt erstmal wieder danke fürs Reinschauen. Bis dann.